Hola, Senor, ¿cómo estás? Herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. In der Runde 20, würde ich mal sagen. Zumindest steht es hier oben. Und wir haben so ein kleines Problemchen, dass hier kontaminierte Luft entsteht. Und wir müssen mal gucken, dass wir die halt reinigen. Dazu lasse ich gerade hier diese Air Deodorizer aufbauen. Und glücklicherweise, also wie man sieht, rutscht das auch nach oben, ne? Also kontaminierte Luft rutscht nach oben und auch hier nach unten. Also das geht hier irgendwie durch. Müssen wir gucken, aber zum Glück braucht der Deodorizer die lässt sich aber lange durchkneten hier. Braucht er keinen Strom. Das ist soweit ganz gut. Und dann machen wir Folgendes. Hier brauchen wir Strom noch. Strom, 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 Strom. Zack. Und da lassen wir das erstmal fertig bauen und dann schauen wir mal. Ich lasse mal ganz kurz laufen. Ich muss mal nebenbei eine WhatsApp-Nachricht beantworten. So. Okay, dann macht mal hin hier. Jetzt haben wir das stehen. Jetzt können wir gucken. Können wir denn irgendwas an? Gas out. No power. Da würde ich nämlich jetzt erstmal schauen, dass ich hier Rohre nehme. Und zwar hier, Gaspipe. Wie macht man das? So, ja. Ups. Ups. Und hier ein Auslass. Na, die gehen zusammen auf Klo. Mitten in der Nacht. Oh, merkwürdig. Okay, genau. Hier würde ich dann, wie gesagt, mich runtergraben und hier kann ich dann hoch zum, beziehungsweise hier dann hoch, ach nee, warte mal. Hier runter. Oder? Eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal, hier ist kontaminiertes Wasser, hier ist auch noch kontaminiertes Wasser. Das können wir dann noch ein bisschen aufbereiten, sozusagen. Ah, Mensch, guck mal, das habe ich jetzt. Dass man kann auswählen, was man abbauen will. Weil als ich hier abgebaut habe, hat er ja alles komplett abgebaut, ne? Ah, okay. Okay, er pumpt auf jeden Fall irgendwas. Aber was kommt da raus? Das frage ich mich. Damit das wieder nicht hochsteigt, werde ich wieder eine Tür hinbauen. Und zwar werde ich die diesmal. Ich baue die wieder dahin. Das ist nicht so wild. Ich baue die hier mit hin. Zack. Wie sieht's aus mit der kontaminierten Luft? Gar nicht. Ist ein kleinen Ticken besser geworden, ne? Oder? Das Gasventil ist über Druck. Also hier herrscht Überdruck. Okay.
Okay, das ist ja nicht so wild. Wir können ja. Moment, wir können ja jetzt hier noch. Ups. Ach Mensch. Wir können ja die Leiter nach unten. Was macht er denn nur? Wir können ja die Leiter noch mal ein Stückchen nach unten nehmen. Und dann können wir nämlich hier sagen, dickt das mal weg. Dickt das mal weg. Ja, eine neue Person, die uns das Leben hoffentlich erleichtert. Cannot perform job combat. Ein Kotzer ist er. Die hatte ganz schön viel Elan. Und das ist der Dancing, die Dancing Queen. Okay. Der kann nicht dicken. In space, everyone can hear your snore. Okay, sie schnarcht. Das heißt, sie kriegt auf jeden Fall ein separates Bett. Sie kann gut dicken und ist athletisch. Passt soweit. Was macht sie? Naja, deconstructive bei hohem Stresslevel. Medbay. Advanced Filtration. Filtration. So, wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Halbwegs ganz. Halbwegs gut. Hier ist nicht mehr so viel Wasser drin. Das heißt, wir müssen uns diese Wasserquelle sozusagen anbohren. Das heißt, wir machen mal das hier auf. Aber hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Machen wir eine Treppe. So, wa? Sieht gut aus. Okay, ich denke mal, das sollte so erstmal passen. Hier unten hat sich's wieder was abgeseilt. Hier, sie schnarcht, guck, da. Das heißt, sie kriegt halt oben dann noch ein Bett. Am besten hier mache ich das hin. Okay, sieht gut aus, ne? Also hier hat sich das alles weggezogen. Aber wohin ist es denn? Wo ist es denn eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Hier runter ist es nicht, ist ja nicht so viel gegangen. Und wenn ich... Wenn ich jetzt noch eine Gaspumpe nehme. Und ich setze die hier hin. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn das hier? Gas flows from output intake via pipes. Aber was ist denn das? Ich kann das nicht erkennen. Sieht aus wie ein Computer. Nein, nein, ich will das da doch nicht. Klick, klack, klick, klick.
Also ich weiß hier nicht, was ich tue. Ich weiß es wirklich nicht. Ich mach's einfach. Oder warte mal. Ach. So. Gasventil in Craze oder Decrease Gas Volume in Pipes. Kann man das, setzt man das einfach hier drauf? Ach so, das ist für den Gasdruck. Hier unten fehlt uns ein Stück Rohr. Ah ne, das ist schon gebaut. Ja, hinter der Leiter. Und Stromanschluss, siehste. Das müssen wir mal noch bauen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir dachte, weil ich will das, die Luft hier wegpumpen. Ist vielleicht total Blödsinn, dass ich das jetzt hier hingesetzt habe. Aber mal schauen. Vielleicht können wir das dann nochmal abbauen und dann hier woanders hinsetzen. Ich bin mir da nicht sicher, deswegen tun wir einfach mal so. Als würden wir Ahnung haben. Ja, Camilla, nee, Melody steht rum, aber warum? Hat sie denn nichts zu tun? Melody, was kann die denn? Kochen. Kochen. Ah, sie kann nicht kochen, weil es nichts zu essen gibt. Sie kann nicht kochen, weil es nichts zu essen gibt, sondern sie kann nicht kochen, weil nichts da ist, was sie kochen kann. So, was macht das Ding jetzt hier? Das pumpt jetzt hier oben Luft, hoffe ich doch. Ja, seht ihr das? Das hier wird es ein bisschen heller. Mal gucken, das ist vielleicht, ich glaube, das ist jetzt gerade totaler Quatsch, was ich hier mache. Aber Versuch macht klug. Hier sammelt sich jetzt auch schon wieder der Stickstoff. Und ich werde hier mal das Oxygen noch anzapfen. Das habe ich nämlich vorhin übersehen. Wie sieht es denn da oben aus? Da wird noch gebaut, okay. Dann würde ich das nämlich jetzt gucken, dass ich das zumache. Und hier wird gebaut, sehr gut. Harvest. Warum? Warum packt hier niemand was rein? Sandstein. Das könnte auch mal abgeholt werden hier alles. Das auch. Und das. Da liegt überall viel, so viel Kram oben. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das gerade denke. Noch ein bisschen kritisch.
Auf jeden Fall muss ich hier noch die, die Basis mal erweitern. Nein, nein, nein. Wir wollten die ja zwei reinsetzen, damit wir dann hier noch die Tür reinsetzen können. Genau, so wollten wir das machen. Müssen wir den Massagestuhl dann wieder wegnehmen. Siehst du, da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht. So, der schnarcht. Ich weiß gar nicht, wie weit das entfernt ist. Ich setze das mal hier hin. Zack. So, und? Hopp, hopp, hopp. Hab ich jetzt hier auszusehen irgendwo was gesetzt? Nee. Das klang gerade nur so. Das wieder weg. Und dafür dann die Massage. Hier oben mit hin. Na? Oder? Hier? Oder hier? Airlock da rein. Und dann bauen wir diesen Kack hier ab. Und nehmen wir nur Buildings. Da würde ich kurz vor dem Schlafgemach mal noch eine Tür reinsetzen. Brauche natürlich etwas Power. Und dann würde ich das erstmal so lassen. Okay, Essen ist wieder einiges vorhanden. Die hüpfen da drüber, das ist cool. Wir können da eigentlich auch für die eine Leiter mit dran setzen, ne? Beziehungsweise können die ja dann... Ach, die laufen ja dann sowieso über die Tür drüber. Okay, Quatsch. Nicht so wild. Außer hier oben, aber da haben wir ja keine Tür. Okay, hier Deliver. Sim Duplicants. Melody ist dann ein bisschen gestresst. Wenn die hier oben aufgebaut wurde, dann können wir sie da hochschicken. Aber ich will erstmal nochmal hier das fertigstellen. Weil ich will hier an das Wasser dann ran, dass ich hier unten zumachen kann. Boah. Maha ist diejenige, die hier so schnarcht. Okay, das heißt, wir müssten dann mal gucken, dass wir denn die Pritsche für die Maha reservieren. Ja, diese Pritsche gehört nur Maha. Sie schläft oben. Dann müssen wir den nämlich noch mal ein Stückchen wegnehmen, weil das wirkte gerade etwas weiter. Was ist denn das hier? Oxygen? Warum macht das so komische Geräusche? Okay, jetzt ist hier ein bisschen Wasser. Ja, misch das mal auf. Vor allen Dingen, wieso... Es ist doch nur Wasser, wieso... ja, es ist keine dolle Arbeit. Ist richtig. So, Deliver. Okay, wir gucken mal. Wir haben hier Thermoregulator. Der Thermoregulator. Das ist das Ding gewesen, ne? Warte mal. Wo sind die Pipes? Pipes, 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 da. Pipes. Und zwar, wenn ich jetzt hier nämlich... Das ist ein Thermoregulator. Oder? Ja, ne? Sieht so aus. Warte, wir gucken uns das nochmal an. Ja.
Das ist ein Wärmetauscher. Das heißt, wir können dort das Wasser tauschen? Wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt, ne? So, okay, jetzt haben sie hier oben fertig gebaut. Können wir das mal noch dicken lassen? Das. Und wir stellen uns mal noch ein paar Storage-Container hin. Zack. Und hier mache ich jetzt erstmal zu. Blip. Weil. Hier unten wird. Okay, alles klar, das funktioniert scheinbar. Die Luft steigt nach oben. Die Frische. Gut, gut, gut. Aber jetzt müssen wir erstmal. Buildings. Das wegnehmen, weil. Wir müssen mal hier noch die, das Rohr ein Stückchen erweitern. Genau. Und zwar nach hier. Nach hier. Oh. Und da machen wir dann einen Auslass hin. Hier unten ist noch ein Gasfilter. Okay. Und dann hier. Zack, zack. Und eine Tür. Plupp. So. Sieht ja schon mal gut aus. Ein neuer Duplikant. Mal sehen, was uns erwartet. Keiner, der kochen kann. Cannot perform job, ja, kochen, das ist klar. Das ist noch so ein Schnarcher. Stärke, Jockel. Ach, nehmen wir den. Nehmen wir den. Okay, hier würde ich mal folgendes noch das, halt, G, ach Mensch, G für Digging. So. Und wir graben uns mal noch bitte schön nach hier rein. So. Haben wir noch irgendwo was mal, hier. Das sind nochmal Algen. Hier sind auch Algen, aber hier haben wir Carbondioxid. Bitte das mal herstellen. Weil dann geht nämlich die Luft nämlich noch hier nach oben. Und dann hier, haben wir hier noch einen zweiten Raum, wo dann halt quasi die Luft ja, entweichen kann. Also quasi nicht die Luft, sondern wo. Was ist das hier? Was? Achso, es ist nur das. Wo dann die schlechte Luft rein kann, ne? Sieht man schon, wie es hier reingeht? Super, super, super. Ob die Konstruktion hier so funktioniert, wie ich mir das denke, ob das überhaupt geht, ob das jetzt nur so Zufall ist, das weiß ich nicht. Weil scheinbar funktioniert das nämlich nicht. Aber wenn wir gleich sehen, weil, guck mal, hier ist so ein bisschen dunkelblau. Und die Luft steigt auch irgendwie nicht nach oben. Hier ist so viel. Brauchen wir so viel Algen? Hier unten wird auch nichts mehr gemacht. Hier gibt es nämlich auch noch jede Menge Algen. Das können wir mal noch abbauen. Das hier. Ach guck, das ist automatisch runtergefallen. So, der Druck ist hier scheinbar zu hoch. Und hier pumpt das Ding gar nichts. Weil. Ach so, ja, hier klar. Ist ja nicht fertig. Konstruktion bitte mal nach oben drehen. Nach oben. Zuck. So, dann haben wir nämlich auch wieder Licht. Die sollen das Wasser von hier oben nehmen.
Siehst du, als hätte er es gehört. Als hätte er es gehört. So, wenn ihr nicht wollt, dann... Hier müssen wir den Sand wegnehmen. Der rutscht dann sowieso nämlich wieder nach. Okay. Wo? Oh, Mensch, wir sind schon bei 25 Minuten. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal wieder Schluss für diese Folge und sehen uns dann am morgigen Tag. Hoffentlich wieder. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch was. Bis dahin, bleibt so schön. Macht's gut. Tschüss.